Dem Mädel auch. Die freut sich auch. Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, sagt euer Thomas. Hallo, Ciao, ich bin ciao. kein Mädel. Ich bin Jessie. Tschüss. Tschüss. Also das schneidest du bitte raus mit den Runterfallen. Heute ist bei mir Honigernte angesagt bei dem Völkchen und da habe ich vor 2 Tagen schon mal eine Bienenflucht eingelegt. Ziel von der Bienenflucht ist, dass die Bienen von hier oben nach hier unten krabbeln können, aber den Weg nicht mehr zurückfinden, dass hier oben, dass es so gut wie es geht, bienenfrei ist. Beim letzten Mal hat es leider nicht geklappt. Ich hoffe, dass es bei diesem Mal klappt. Ansonsten müssen wir ordentlich abfegen. Aber es sieht ganz gut aus. Ein paar Bienchen sind da, aber die können wir abfegen. So, einmal die Rähmchen alle etwas lösen. Jetzt gehen Herbst, machen sie ihre Bienenwohnung langsam dicht mit ihrem Kittharz oder auch genannt Propolis. Und ich sehe, hier sind noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bienchen dran. Also perfekt. Mit einem Bienenbesen leicht abfegen. Oh, herrlich verdeckelt. Hier bei der Wabe ist noch nicht ganz alles verdeckt, aber ist nicht weiter dramatisch. Hier sowas, was nicht komplett befüllt ist oder wo gar nichts drin ist, die bleiben im Volk. Die werden nachher getauscht mit welchen, die leer sind. Aber die hier, die ist komplett verdeckt. Wunderschön. Na, komm raus. So, die ist auch wunderschön verdeckelt. Auch die kommt mit. Und die ist komplett leer. Die kann raus. Die hebe ich mir auf für nächstes Jahr. Die Bienenflucht, die lasse ich drin, aber die Bienenflucht an sich, die Plastikteile, die kommen raus. Dann können die Bienen hier oben wieder rein, weil wenn ich fertig bin mit dem Schleudern, kommen die Honigwaben hier wieder rein, damit die Bienchen die ausschleckern können, aber dazu nachher mehr. Die Bienenflucht funktioniert wie folgendermaßen. Die Bienen krabbeln hier rein, hier unten sind 2 Ausgänge, aber sie finden den Weg nicht mehr nach oben zurück, sondern nur von hier oben nach hier unten. So funktioniert die Bienenflucht. Gut, dann hängen wir die wieder rein, die eine hier. Am besten in der Mitte, damit die Folie hier nicht wieder reinfällt. Deckel drauf und gut. In dem Volk hier ist keine Bienenflucht drin, haben wir mal einen kleinen Vergleich, wie es mit Bienenflucht ist und ohne Bienenflucht, wie so wir, ihr. So, ganz wichtig, den Deckel nicht vergessen, gerade wenn da eine Honigwabe drin hängt, weil wenn da eine Honigwabe drin hängt und die ganzen umherfliegenden Bienen, gerade um die Jahreszeit ist die Räuberei doch ein bisschen größer, deswegen gleich den Deckel drauf, dass da nicht wieder irgendwelche Bienen reinschwirren können. So, warte mal, hier hinten, die sind
nicht voll. Hier vorne, die waren, glaube ich, voll. So, einmal lösen. So, und wie ihr seht, hier sind wesentlich mehr Bienen dran als bei den anderen. Ist jetzt hier Brut drin? Nee. Gut, die kann raus. Und wie ihr seht, macht das natürlich wesentlich mehr Arbeit als die Bienenflucht. Also dann lieber die Bienenflucht 2 Tage vorher einlegen und dann ist das für mich, also für dich, für die Bienen wirklich schonender, als wenn ich jetzt hier ewig sitze und die abfege. Gutschi, 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 komm raus. Und Deckel gleich drauf. Auch die wunderschön verdeckelt, außer die andere Seite. Naja, nicht weiter tragisch. Den Gröbsen, der kann man abschütteln oder abschlagen. Und den Rest muss man leider mit dem Bienenbesen abfegen. Gut, dann kann hier auch wieder die Folie rauf. Dann lasse ich euch mal in Ruhe, Mädels. Ein paar Kilo zusammengekommen. So, die Handschuhe mal gleich sauber machen. Der Honig ab ist und der Kitt hart zum größten Teil, weil jetzt klebt es doch ganz schön. Und genau wie meine Stirn klebt. Oh. Aber ich sage mir lieber den Anzug, weil oben auf dem Dach hat mir jetzt hinterm Ohr wieder eine Biene gestochen. Die mögen mich da oben. Gut, der gefährliche Teil der Arbeit, der ist auf jeden Fall jetzt getan. Jetzt geht es an die Arbeit, würde ich mal sagen. Und zwar müssen jetzt die Waben von den ganzen Wachsdeckelchen befreit werden. Die Biene macht dann Deckel drauf, wenn die sagt, der Honig ist jetzt fertig, der ist jetzt lagerfähig. Das ist auch für mich als Imker ein Zeichen, okay, ich kann ihn jetzt ernten und er kippt mir nicht nach dem Ernten um. Brauche ich auch das Refraktometer nicht nehmen. Ernte ich den Honig früher, wenn er noch nicht verdeckelt ist, dann muss ich das Refraktometer nehmen und den Feuchtigkeitsgehalt des Honigs zu testen, entfällt hier, weil die Wabe ist ja, wie ihr seht, so gut wie komplett, eigentlich, die ist komplett verdeckelt. Somit muss ich mir hier keinen Gedanken machen, kann den entdecken und in die Schleuder reinhauen und schleudern. Ja, zum Entdecken nehme ich gerne Entdeckungsgabel hier mit ein paar Pikern dran, aber wirklich Pikern, also man sollte wirklich aufpassen, wenn man hier abrutscht, ist man schnell mal im Handbein drin, tut ein bisschen weh. Und ja, es gibt noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Heißluftföhn, mag ich höchstpersönlich aber nicht. Erstmal habe ich dann kein Wachs als Schwimmhilfe, nicht mehr kein Wachs für die Mittelwände, der hier übrig bleibt. Der Wachs ist, finde ich, dann im Honig drin und der Honig ist ein bisschen wärmebehandelt, weil die Heißluftföhne sind doch ein bisschen sehr heiß. Deswegen habe ich mich für die Entdeckungsgabel entschieden. Wie gesagt, macht sich echt super und ist eine kleine Meditation bei der Honigernte, für mich zumindest. Ja, einfach runtergehen und langfahren und dann hebt man den Deckel praktisch so an und zieht den dann ab. Wenn man zu viel hat, streicht man hier oben ab und dann weiter. So, die Seite ist fertig und jetzt die zweite Seite. Und ich
finde, es dauert nicht wirklich länger als mit dem Heißluftföhn. Ich muss dazu sagen, die Wabe, die ich hier habe, die ist traumhaft ausgebaut. Also einfach zu entdeckeln. Ich werde nachher nochmal eine Wabe suchen, die nicht so schön ausgebaut ist. Da macht sich das mit der Gabel hier dann doch ein bisschen schwieriger. Gut, dann kannst du auch rein. So, na, zwei haben wir noch vor uns. So, die an der Seite, wo ich rangekommen bin, die werden einfach angestochen. Gehen dann nachher in der Zentrifuge oder in der Schleuder nachher auf. So, ich würde sagen, nicht mal 2 Minuten. Ist okay, würde ich sagen. Und der Honig, der hier an den Wachsdeckeln hängen bleibt, der ist natürlich super für die Bienen. Die können sich den wieder absammeln, lagern sich den ein und haben dann wieder ein bisschen Honig zum Überwintern. Also hier ist nichts verschwendet, verschenkt. Und zack, rüber. Und eine noch. Gut, Schleuder ist befüllt. Jetzt müssen wir noch einmal drunter stellen und dann können wir das erstmal anschleudern. Einmal drunter. Das Doppelsieb ist drunter. Warum jetzt noch ein Doppelsieb? Ganz einfach, ihr habt ja gesehen, hier beim Entdeckeln bleiben auch mal Wachsreste drauf. Vielleicht hat man mal eine Biene irgendwo übersehen oder eine Verschmutzung oder Pollen oder irgendwelche Sachen. Ist halt ein Naturprodukt, da kann man sein, dass da irgendwas dran ist noch. Und das wollen wir ja nicht im Honig haben, deswegen das Doppelsieb. Oben das Grobe, damit das grobe Material unten das Feinere nicht so schnell verstopft. Wird erstmal oben das Grobe abgefiltert, dann geht es in das Feine runter und dann kommt unten wirklich richtig schöner, klarer Honig rein. Jetzt bei der ersten Runde schleudern der Wabe nur ein bisschen anschleudern, dass ein bisschen Honig schon mal raus kann, weil wenn ich jetzt volles Tempo geben würde und der Honig rausfliegt, drückt der andere Honig von innen nach und würde mir die Wabe zerstören, die müsste ich dann einschmelzen und habe nichts gewonnen. Da ich aber die Wabe nochmal verwenden möchte, schleudere ich jetzt ein bisschen an, dass der Honig von der ersten Seite schon ein bisschen rausgeht, dann drehe ich die Wabe um, schleudere die ordentlich aus, drehe die wieder um und schleudere den Rest aus der anderen Seite nochmal raus. Auch wichtig beim Schleudern ist, in die richtige Richtung drehen. Die Waben sind so ein bisschen nach oben geneigt, dass der Honig praktisch im Bau nicht nach unten rauslaufen kann, sondern sind ganz leicht so ein bisschen schräg nach oben, dass der Honig praktisch nach hinten läuft. Deswegen muss ich jetzt in die andere Richtung schleudern. Das heißt, der Obertrieb ist jetzt rechts, also muss ich linksrum schleudern. Ich denke, es sollte reichen. Gut, jetzt haben wir die Seite. Jetzt noch den Rest von der anderen Seite nochmal nachschleudern. Leider doch ein bisschen eingerissen. Aber ich denke mal, die Bienen werden das nachher reparieren. So, eins. So, jetzt sind wir fertig mit Schleudern. Jetzt kommen die Waben hier raus. Lagere ich mir die erstmal hier zwischen. Und wenn ich hier fertig bin mit Schleudern und wieder eine Zarge voll habe, dann hänge ich die draußen nochmal für einen Tag ins Volk. Dann können die jetzt putzen, den restlichen Honig rausmachen, die Waben reparieren. Und alle Waben, die in Ordnung sind, die setzen wir nochmal hinkriegen. Die ist leider kaputt wahrscheinlich. Gucken wir, ich kriege es nochmal repariert, oder die Bienchen. Ansonsten werden die eingelagert und können fürs nächste Jahr
nochmal genommen werden. Hier mal ein kleines Beispiel für eine Wabe, die nicht wirklich gerade ausgebaut wurde. Hier unten sieht man, schweres Ding, aber dafür ist die schwer wie Sau. Hier unten sieht man, dass hier gar nichts ausgebaut wurde. Hier ist eine große Lücke, hier ist eine Beule, hier wurde nicht verdeckelt, hier auch nicht, hier auch nicht. Also da ist der Fall von einem Deckeln mit so einer Deckungsgabel wirklich relativ schwierig. Im Gegensatz zu der anderen Seite, die ist schön glatt. Da kann man immer mit der Gabel rüberziehen. Und die ist wirklich echt schwer. Also hier mit drauflegen, zerpresse ich mir die ganze Wabe. Das ist ein Fall für schmelz mich ein. Aber entdeckelt werden muss sie trotzdem. Und ganz wichtig, überall die Fenster zulassen. Weil wenn eine Biene diesen Geruch riecht und hier Honig leckt, sagt die den anderen Bienen draußen Bescheid. Und irgendwann habt ihr dann ganz schnell mal die ganze Küche voller Bienen. Und was auch noch ganz wichtig ist, zum Thema Fenster zu. Imkerraum sollte immer schön warm sein zum Schleudern, damit der Honig sich richtig schön leicht rauslösen lässt aus den Waben. Bei mir ist gerade kuschelige 29 Grad, perfekte Schleudertemperatur. Platsch. Die geschleuderten Waben kommen jetzt wieder oben auf die Bienenvölker. Auf die zwei Bienenvölker oben drauf, dass sie den letzten Honig, der noch drin ist oder hier am Rähmchen ist, noch absammeln können und dass sie die Waben noch reparieren. Und schon die erste Wespe. Komm raus. Komm raus. Ja. So, jetzt schnell machen, bevor wieder irgendwelche Räuberbienen hier aufschlagen. Hier mache ich auch kein großes Tohuwabohu. So. Folie oben drauf, Zarge oben drauf. So, ein bisschen auseinanderziehen. Überall rankommen. So, Ladies, dann lasst es euch schmecken. Deckel wieder drauf. Und beim zweiten Volk mache ich das gleiche. Stelle ich das auch oben drauf. Und morgen werde ich dann in der Bienenflucht hier die Teile einlegen und dann können die langsam wieder runtergehen. Sehr schön, jetzt haben die Bienchen die Waben schön sauber gemacht, repariert. Das kann ich die fürs nächste Jahr nochmal nehmen. Nochmal zum Vergleich. So sehen die aus, wenn sie nicht repariert sind. Ich hoffe, man sieht's. Hier sieht man, dass die eine, die gebrochen ist. Aber hier sind sie auch bei, die zu reparieren. Der Honig ist alles raus, die ganzen Rückstände. Und jetzt haben sie halt angefangen, die zu reparieren. Aber es reicht mir so, bevor sie wieder den Honig eintragen. Somit kann ich die schon mal fürs nächste Jahr nehmen. Oh, herrlich. Jetzt hat der Honig noch zwei Tage hier geruht. Jetzt ist der Schaum, der beim Schleudern entsteht, hat sich jetzt oben abgesetzt. Ab und zu sind hier noch ein paar kleine Wachspartikelchen mit bei und die werden wir jetzt abmachen. Da macht sich ganz gut hier so ein Teigschaber. Gut, das Gröbste ist jetzt runter. Wenn jetzt noch ein bisschen was drauf ist, ist es nicht weiter schlimm, weil jetzt geht es noch weiter mit der Bearbeitung. Und zwar, jetzt muss noch gerührt werden. 1, 2, 3, hopp. Weil jetzt beim Rühren, da lösen sich wieder so ein paar Wachspartikelchen aus dem Honig raus, ein paar Luftbläschen steigen wieder auf und dann nach jedem Schleudern, oder bevor ich, nach dem Schleudern sage ich schon, nach dem Rühren setze ich das oben wieder ab und dann wird vor dem Rühren nochmal oben abgeschöpft, dann wird wieder gerührt, einmal morgens, einmal abends und das jetzt für eine ganze Woche.
Warum mache ich mir eigentlich die Arbeit mit dem Rühren? Oder besser gesagt, was passiert hier eigentlich beim Rühren? Beim Rühren, wenn die Zuckerkristalle zerkleinert, somit kann der Honig im Glas nicht mehr so schnell kristallisieren. Ihr kennt es bestimmt von einem richtigen Rapshonig. Wenn der zum Beispiel nicht gerührt wird, der wird im Glas ja, felsenfest. Man bekommt ihn nicht mehr aus dem Glas raus. Oder es trennt sich so ein bisschen unten der Zucker und oben der Honig. Und damit das nicht passiert, mache ich mir die Arbeit, den Honig nochmal einmal, also jetzt eine Woche lang, morgens und abends einmal zu rühren. Sehr schön. Das erste Etikett auf dem ersten Glas Honig. Ah, es gibt doch nichts Schöneres. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie der Honig hier ins Glas kommt, was da alles für Arbeitsschritte notwendig sind, damit ja, der Honig hier ins Gläslein kommt. Hallo liebe Jessie, hallo kleiner Clown. Und viele haben ja auch schon gefragt, wann denn endlich der Honig verfügbar sein soll. Bisschen Faxen machen. Verfügbar ist und der ist jetzt verfügbar, aber wartet noch mit dem Bestellen, Video ist noch nicht zu Ende. Den Honig gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksnuancen, nee, in drei verschiedenen Geschmacksnuancen. Ist alles Blütenhonig, aber da sind drei Geschmacksnuancen durch die verschiedenen Tracht-Eintragungen, die sie hatten, die Bienen. Gibt es verschiedene Geschmacksnuancen, kein Lindenhonig, kein Rein, kein Rapshonig, kein Rein. Also ein Blütenhonig mit drei verschiedenen Geschmacksnuancen oder mit zwei Geschmacksnuancen. Der Weg zum Shop ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und du hilfst mir gleich beim Etikettenkleben? Ja. Das wäre total toll, weil wir haben jetzt noch ein paar Gläser mit Etiketten zu bekleben. Also habt ein bisschen Geduld mit uns, bis wir die ganze Sache hier beklebt haben, die Pakete gepackt haben. Wir beeilen uns, dass hier so schnell wie möglich euer Honig bekommt. Und Däumchen nach oben nicht vergessen, Abo dalassen, was unten in die Kommentare schreiben. Und tschüss sagt eure Thomas und eure Jessie. Ciao, ciao.